Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. Wir begrüßen euch allerherzlichst zu unserer neuen kleinen Post-Feedback-Rubrik namens der Posthauch des Todes. Frag mal, wer sich das ausgedacht hat. Ich bin einfach der Mann für die guten Namen, ey. Was soll ich machen? Ihr werdet es mitbekommen haben, wir haben euch aufgerufen, uns eure Mails, Post, Feedback, Fragen und alles dergleichen zu schicken, auf das sie möglicherweise hier von uns vorgelesen werden. Und wir müssen uns direkt mal bedanken für die Resonanz, für den zahlreichen Zuspruch, den wir bekommen haben. Da kam wirklich sehr, sehr viel. Geradezu eine Flut an E-Mails. Ja, wirklich sehr viele Mails, Posts haben wir da von euch bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und zur Erklärung, also wir planen jetzt hier den Posthauch des Todes schon regelmäßig zu machen. Also nicht einmal die Woche, auch nicht einmal alle zwei Wochen, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, so vielleicht einmal im Monat. Ja, ja? Hängt natürlich auch immer von der Menge an E-Mails und Fragen ab, die wir bekommen. Ganz genau. Schauen wir einfach mal, ob und wie das so weitergeht, aber also wir würden das in der Tat echt sehr gerne fortführen. Liegt natürlich an euch, wenn ihr da Bock habt, dann brauchen wir weiterhin eure Fragen. Und apropos Fragen, wir hatten ja relativ explizit erwähnt und euch darum gebeten, wenn ihr Fragen an uns habt, dann schickt sie bitte an die jeweiligen E-Mail-Adressen, also Kim oder Wolf at sexycripples.de oder Kontakt at sexycripples.de. Viele haben erwartungsgemäß, aber ich weiß ja, wie das so läuft im Internet, haben dann bei YouTube in den Kommentaren ihre Fragen gepostet. Und das ist so ein bisschen schwierig. Leute, wir kommen nicht mehr hinterher, wenn wir YouTube durchchecken müssen und vielleicht noch Twitter-Nachrichten, da kamen nämlich auch ein paar Fragen, und unsere Mails, dann kommen wir mit dem Gucken und Sammeln und Sortieren gar nicht hinterher. Deswegen bitten wir euch nochmal, wenn ihr Fragen an uns habt, die vielleicht vorgelesen werden sollten in einem der nächsten Videos, dann doch wirklich bitte per Mail direkt an uns und nicht irgendwo in den YouTube-Kommentaren. Da geht nämlich sowas sehr, sehr schnell unter. Ganz genau. Ja. Ja, aber was soll das lange vorreden? Ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben und alles aus euren Gehirnwendungen gequetscht, was euch so interessiert. Wir haben alles schön ausgedruckt und gesammelt hier und jetzt geht's offiziell los mit dem allerersten Posthauch des Todes. Hat jetzt ein bisschen was von Nachrichtensprechern so mit uns. Schon ein wenig. Bisschen seriös jetzt hier bitte. Ja. Alles klar. Gut, fangen wir an. Hallo Kim. Hi. Schreibt Rinku. Ich weiß so gut wie nichts über dich. Ich weiß nur, dass du Wolfs Frau bist. Na immerhin, das wissen offensichtlich auch immer noch nicht alle. Ich wollte ja eigentlich noch weiter so tun, als wären wir Geschwister. Verdammt, warum sagst du mir sowas nicht vorher? Naja, jetzt ist es raus, ja. Leute. Och, guck mal, wir sind wirklich zusammen. Wir sind kein... Sehr lustig übrigens, ganz kurz, wenn ich das unterbrechen darf, sind Leute, die bis heute uns Mails schreiben von wegen, ja, ich sehe auch so eine gewisse Ähnlichkeit bei euch. Ihr seid ja bestimmt Brüder und Schwester. Finde ich persönlich ja gar nicht gruselig. Es ist echt ein bisschen creepy. Also wenn ihr da immer noch meint zu sehen, dass wir natürlich Geschwister sind, was sollten wir sonst sein, müssen wir euch jetzt hier enttäuschen. Unsere Mütter wären sehr überrascht von dieser Vermutung. Ja, in der Tat. Also hätten wir es auch schon mal geklärt. Aber gut. Ja. Also, weiß nur, dass du Wolfs Frau bist. Deswegen habe ich hier eine wohl sehr berechtigte Frage, die du mir ja vielleicht beantworten kannst, damit wir, die Community, dich besser kennenlernen können. Meine Frage ist also, Ketchup oder Mayo? Ja. Und die Antwort ist ganz klar Ketchup. Ja, kurz, knackig, auf den Punkt, wissen wir das auch. Also wer Kim jetzt nicht besser kennengelernt hat, ich weiß auch nicht, wie man dem das Thema noch schmackhaft machen sollte. Auf jeden Fall Ketchup. So, dann fragt Rick, habt ihr geplant, mal was zu anderen Serien zu machen? Also nicht eine Folgenreview, sondern Tipps, Schrägstrich, Lieblingsserien etc. auch zu filmen, wäre das recht cool. Da können wir schon ankündigen, ist natürlich in Planung. Darüber haben wir auch schon nachgedacht und ein bisschen Ideen gesammelt und gebrainstormt. Da wird auf jeden Fall was kommen. In welcher Form, wie und wozu genau, wollen wir jetzt hier noch gar nicht sagen. Zum einen, weil es sonst wenig überraschen wäre, und zum anderen, weil die Hälfte der Sachen eh nicht klappt, die wir uns das so denken. Und deswegen werdet ihr da nur enttäuscht. Wir können nur sagen, da kommt was. Wir machen auf jeden Fall was. Wartet es einfach ab. Augen offen halten. In ganz kurzer Kürze, ja. Ja, genau. Ja. Weiter. Martin fragt, was ich unbedingt mal wissen wollte. Pieksen Wolfs Bart stoppeln? Ja, gute Frage. Sag mal. Ja, kommt immer auf die Länge an, ne? Ja, und jetzt so? Ja, ich finde ja die pieksen schon. Ich bin ja auch nicht so ein großer Fan des Bartes und es ist nicht hilfreich, dass du so viele... Verbrennt sie! Dass alle anderen den Bart so super finden. Ja, Bart ist einfach, ist ein Muss. Ja, er steht dir ja auch. Guck dir an, alle haben Bart. Hugh Jackman, Bart. Jamie Lannister, mittlerweile Bart.
alle coolen Typen, Bart muss einfach sein. Ja, Bart muss offensichtlich sein und da ist es auch total egal, ob er kratzt oder nicht. Und ich finde Bartstoppeln, klar kratzen Bartstoppeln, die sind ja nicht aus Kopfhaar. Ja, egal, dran bleibt er. Ja, du bist dran. Das war's schon? Ja, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Alles klar. Achim hat folgende extrem aktuelle Frage an uns. Hi, ich wollte mal eure Meinung zur Serie Lost hören. Bin selber gerade dabei, mir diese anzusehen und meine in alten eine Stunde mit Plauschangriffen bzw. diversen Blogbeiträgen auf Game One mitgekriegt zu haben. Dass zumindest Wolf die Serie gesehen hat, schon mal danke für die Antwort. Achim. Ja, Achim. Was sagen wir dazu? Nachdem er sie ja gerade guckt, dürfen wir jetzt nicht spoilen. Aber ich würde ja sagen, hör auf, das zu gucken und guck, was gut ist. Denn wir haben die beide gesehen, waren große Fans bis zu den letzten Folgen und dem Finale. Dass die Serie für mich so zerstört hat, dass ich darüber eigentlich gar nicht mehr sprechen möchte. Da ist was in mir kaputt gegangen. Ja, Achim, du hast gefragt. Mit der Antwort musst du jetzt rechnen können. Also für mich war das mit Abstand die größte Verarsche, derer ich mich je als Zuschauer ausgesetzt sah. Also dass Leute durch meinen Enthusiasmus wirklich reich geworden sind und bis heute wahrscheinlich jedes Wochenende fette Koks-Partys feiern können, weil so Idioten wie ich bis zum Schluss dachten, das ist hier eine geile Kiste. Das quietscht mir echt immer noch so ein bisschen im Herzen. Ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen. Achim, wenn du an Lost Spaß hast, soll es so sein, dann freu dich wirklich. Du gehörst zu den ganz wenigen, die das bis zum Ende machen konnten. Aber mich persönlich kann Lost mal kreuzweise am Arsch lecken. Das ist ja auch gar nicht wahr. Das muss man an dieser Stelle sagen. Es hat sich ja die Fangemeinde gespalten über das Ende. Und wir gehören zu den, glaube ich, sogar kleineren Teil, die es wirklich hassen. Hassen, hassen, hassen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, egal. Genug über Lost, sonst bin ich wieder so traurig und wütend. Weiter. Ich bin dran, ne? Ja. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt und wie lange seid ihr schon zusammen? Fragt Pascal. Und wenn ihr jetzt denkt, was sind das denn für bekloppte Fragen? Ja, das haben wir von euch bekommen. Pascal war jetzt quasi nur derjenige, der mit ein bisschen Glück ausgewählt wurde. Aber das ist in der Tat eine Frage, die haben wir sehr, 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 sehr oft ins Postfach bekommen. Ja. Ja, wie und wo? Wir haben uns in der Videothek kennengelernt. Weil ohne Spaß. Freunde dich einfach so zu mir eingeladen haben. Die wissen, wie es geht. Ja. 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 Und da haben wir uns kennengelernt. In der Tat. Ich stand da mit einem Kumpel und wir waren hitzig am Diskutieren, welchen Film wir wählen würden. Wahrscheinlich hat er wieder so Sachen wie Deathbed oder Death Train oder diese ganzen Scheiß-Schrottfilme vorgeschlagen. Ja, und irgendwann kam sie dann da rein, wusste nicht, wer ich bin, hat mir das auch sehr deutlich zu verstehen gegeben. Aber letztendlich hat es ja dann doch alles funktioniert. Ganz recht. Ja. Und wie lange sind wir schon zusammen? Ja. 6 Jahre. Ja, 6 Jahre. 6 Jahre. Unfassbar, oder? Ja, ganz schön krass. Scheiße. Ich hätte es auch nicht gedacht. Nee. Gucken wir mal, wie lange das noch... Naja, nächste Frage. Ist es immer noch von einem? Ja, das ist alles von Pascal. Der hat mehrere geschrieben. Pascal. Eine überspringe ich mal, die heben wir uns für das spannende Ende auf. Eine vielgestellte Frage. Ja. Okay, dann, was hat euch dazu getrieben, mit einem YouTube-Kanal durchzustarten? Ja. Möchtest du? Auch das ist gar nicht so spektakulär. Da hat uns nichts getrieben. Wir hatten nur schon länger Bock, zusammen was zu machen. Das hat sich aber aus diversen Gründen, unter anderem dem allseits bekannten Zeitmangel, hat sich das nie so wirklich angeboten. Ja, aber irgendwann war es dann echt soweit. Also es hat uns so ein bisschen beiden auf den Nägeln gebrannt und wir hatten echt Lust und wir dachten, komm, wir reden so lange davon und spinnen jedes Wochenende Ideen, schreiben Sachen auf. Wir müssen es auch echt einfach mal machen. Ja, und das haben wir dann auch... Einfach mal tun. Ja, genau. Einfach, guck jetzt, mach aber auch mal. ja, und das haben wir dann getan mit unserem ersten Hitchcock-Review. Wir haben wirklich ganz stumpf eine Kamera aufgestellt, so ähnlich wie jetzt eigentlich, uns aufs Sofa gesetzt und ein bisschen über einen Film geredet und dachten, wenn das jetzt nicht komplette Grütze ist, wenn man das Leuten zeigen kann, dann machen wir das möglicherweise auch weiter. Das war so ein erster Testballon, der ist relativ gut angekommen. Und das war für uns dann so ein bisschen das ausschlaggebende Kriterium, zu sagen, okay, jetzt machen wir es wirklich mal. Also ja. YouTube-Kanal, eigene kleine Seite dazu. Ich glaube, uns würde was fehlen, wenn wir das bis heute nicht hätten. Absolut. Ja. Ja, ja, das ist eigentlich so die ganze Antwort. Also war jetzt kein großer Masterplan dahinter. Wir hatten einfach Bock drauf. Ja, es war von Anfang an nicht unbedingt klar, dass das lauter Videos werden. Das stimmt. Es war sogar eher textbasiert ursprünglich geplant. Ja. Aber wir haben festgestellt, dass das A, eine ganze Menge Spaß macht mit den Videos. Und B, muss man ja auch sagen, hätte ja auch sein können, dass
gerade ich erstmal einen totalen Shitstorm produziere, konnte ja keiner damit rechnen, dass ihr nett seid. Ja. Das stimmt wirklich. Ja. Und deswegen macht das sehr viel mehr Spaß, als man das erahnen konnte. Ganz genau. Immer noch? Ja, immer noch. Mann, sag mal, Pascal, ey, was hat Pascal, er denn da? Pascal, was haltet ihr von dem Film Drive? Mein persönlicher Lieblingsfilm, deswegen würde mich sehr interessieren, wie ihr zwei Filmexperten dazu steht. Also wir finden Drive beide sehr, sehr gut. Die Frage kam tatsächlich erstaunlich oft, auch das schon stimmt. über Twitter und in Kommentaren und per E-Mail. Es ist so, wir werden kein gesondertes Review mehr über Drive machen, weil, also so gut wir ihn finden, wir sind uns sehr einig bei dem Film und das wäre sehr, sehr langweilig, wenn wir wie gewohnt lange über einen Film reden, bei dem wir nur sagen, wie hervorragend wir ihn fanden. Und es kommt auch dazu, er ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so neu. Und so gut ich ihn fand, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und das reicht auch erstmal. Also ich habe auch für meine damalige Arbeit darüber geschrieben und ich glaube, ich bin einfach schon alles losgeworden, was ich zu Drive sagen wollte. Und mein Bedürfnis, über den Film nochmal ausführlich und lange zu reden, hält sich in Grenzen. Wie ist das bei dir? Ja, du hast mir eigentlich die Worte aus dem Mund genommen. Also wir sehen jetzt gerade nicht den ganz aktuellen Bezug zu irgendwas, um jetzt nochmal Drive, man muss ja fast sagen, rauszukramen. In der schnelllebigen Internetwelt. Nee, also wirklich, wir finden den beide geil, super Film, kann man nichts gegen sagen. Aber wir hätten da jetzt auch nichts Neues zu berichten, was ihr nicht eh schon wisst. Also das können wir auch den Mails entnehmen. Die meisten finden den Film ja auch, wie wir, sehr gut. Sehr viele von euch haben den dann auch schon gesehen. Und also so ein Video von uns wäre jetzt, glaube ich, mehr so eine Bestätigung für euch, dass wir den Film auch gut finden. Aber das kann man ja auch ganz kurz und knapp so wie jetzt machen. Gesagt. Also ja, von daher, jetzt gerade zumindest im Moment ist zu Drive erstmal nichts geplant. Ja. Und eine letzte noch von Pascal. Der wollte Pascal, es Alter, jetzt übertreibst du es aber, mein Freund. Warum heißt Trant Trant? So, nächste Frage. Ihr habt mich als Ehrenmann kennengelernt und ich habe hoch und heilig geschworen, das niemals irgendeiner Menschenseele zu verraten und deswegen werde ich das auch nicht tun. Nervt doch Trant selber! Fragt ihn doch! Immer diese Frage, warum heißt Trant Trant? Ich weiß schon warum, er wird nicht mehr auf sowas antworten, aber ihr wisst ja, steter Tropfen höhlt den Stein. Also beballert ihn einfach jeden Tag mit hunderten dieser Mails. Trant, warum heißt du Trant? Vielleicht knickt er dann irgendwann ein, aber von mir wird man nichts erfahren. Tja. Sind wir fertig mit Pascal? Sind wir mit Pascal oder fertig. Ist das die Pascal-Sonderfragerunde? Nee, das war's mit Pascal. Okay, dann eine Frage von Patrick. Hallo ihr, würde gern wissen, ob ihr bestimmte Filme oder Spiele erst durch das Internet kennen und lieben gelernt habt und traurig seid, dass ihr sie nicht schon in der guten alten Zeit entdeckt habt, weil sie euch damals wohl enorm geflasht hätten. Das ist eine interessante Frage. Wurde mir in der Form auch noch nicht gestellt. Ich muss aber sagen, ich bin eigentlich niemals traurig, wenn ich irgendwas erst später als alle anderen entdecke, weil manche Dinge brauchen so ihre Zeit und alles kommt so zu seiner Zeit. Wenn ich mir überlege, Twin Peaks zum Beispiel, wir sind ja beide große Twin Peaks Fans, wenn ich das damals schon gesehen hätte, als es im Fernsehen lief, das war glaube ich 1990, da war ich 10. Also ich hätte das auch schon gucken dürfen von meinen Eltern aus, aber nie im Leben hätte mich das so mitgerissen und begeistert, wie es jetzt mit um die 30 so ist. Ich also gerade, ist 10 nicht ein bisschen früh, um Twin Peaks zu gucken? Ja, aber hätte ich schon gedurft. Ja. Da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen mit 10. nee, deswegen, wie gesagt, alles kommt so zu seiner Zeit und manchmal ist es ja auch so, wenn man erst später Sachen entdeckt, dann freut man sich ja fast noch umso mehr, dass man so Perlen für sich neu entdeckt, die man ja schon längst hätte kennen können, aber trotzdem ist der Effekt ja immer noch genauso groß. Also, nee, mir fehlt da nichts, muss ich sagen. Ich kann mich da nur anschließen. Mir geht's ganz genauso. Ich freue mich immer, wenn ich Sachen gucke, gerade wenn ich weiß, die gehören zu den Klassikern, die ich noch nicht gesehen habe. Die werden ja nicht schlechter mit der Zeit. Also, ich habe zum Beispiel, ich habe viel echt spät gesehen. Ja. Es fällt fast schwer, ein Beispiel rauszusuchen. Aber, ich habe zum Beispiel Pulp Fiction extrem spät gesehen. Und auch Reservoir Dogs. Und ich kann nicht sagen, ich wünschte, ich hätte ihn schon mit 16, 17 gesehen. Weil er ist ja nicht schlechter geworden dadurch. Ganz im Gegenteil. Also auch hier nein. Und bei Spielen gilt auch das Gleiche. Ja, und manchmal ist es ja auch so, wenn man ein bisschen älter ist und schon mehr gesehen oder gespielt hat, dann kann man ja die Brillanz von so älteren Sachen manchmal sogar viel besser einschätzen, weil man dann einfach schon viel mehr Vergleichsmöglichkeiten hat und sofort sieht, warum so ein alter Klassiker ist. Ja. Was einem vielleicht in den ersten Tagen gar nicht so
klar gewesen wäre. Ja, damit haben wir das, glaube ich, erschöpfend beantwortet. Ja, glaube ich auch. Kann ich noch eine Frage hinterher stellen? Ja, weil du hast ja 200 Fragen vorgelesen. Pascal. Christopher möchte hingegen wissen, meine Frage wäre, wie ist es mit Games beruflich zu tun zu haben? Ist es so, wie es rüberkommt, echt spaßig? Oder steckt doch mehr dahinter? Wie seht ihr das? Das ist eine komplexere Frage, als es so den Anschein hat. Also, das werden wir auch relativ oft gefragt und unsere Antwort ist im Prinzip immer die gleiche. Also, so gesehen ist es schon ein geiler Job, das muss man mal so sagen. Also, wir könnten ja auch richtig arbeiten müssen, wie viele andere Menschen und sich hauptberuflich mit Games oder auch Filmen, das fließt ja immer mehr ineinander über, zu beschäftigen. Das ist natürlich cool und da träumen sehr viele Leute von. Und wir beide, glaube ich, hatten und haben noch relativ viel Spaß an der Sache. Es ist aber nicht so, dass es immer nur ein reines Zuckerschlecken ist und nur der Traumjob, der überhaupt keinen Stress mit sich bringt, wo man ja quasi nur so relaxen, rumlümmeln, ein paar Spiele zocken und dann drüber schreiben kann. Das ist es nicht. Also auch das hat so seine stressigen Phasen. Das kann auch sehr schnell in Arbeit ausarten. Das kann einem sogar das Hobby so ein bisschen verleiden. Also ich glaube, das haben wir beide schon gemerkt. Stellt euch mal vor, ihr müsst, weiß nicht, am Tag 2-3 Filme gucken und am Ende der Woche zu jedem dieser Filme einen Text schreiben. Ihr könnt eigentlich gar nichts mehr gucken, weil ihr gerade Bock drauf habt, sondern jeder Film ist dann Arbeit. Ihr müsst irgendwie einen klugen Text dazu verfassen. Und die Leute stellen sich ja nicht unbedingt vor, was für Filme man da guckt. Ja. Man guckt ja nicht die Filme, auf die man Bock hätte, sondern dann gerne in einer Produktion 30 deutsche Dramen. Boah, zum Beispiel. Viel Spaß damit. Ja, das zum einen. Oder auf Games übertragen. Stellt euch vor, ihr seid Spieleredakteur und ihr kriegt, sagen wir mal, 3 Tage vor offiziellen Release, kriegt ihr GTA 5. Erstmal freut ihr euch natürlich irgendwie echt einen Ast. Dann wisst ihr aber, okay, um das gesamte Spiel so weit zu spielen, wie es möglich ist und dann noch, weiß ich nicht, einen 8-seitigen Text darüber zu verfassen oder ein 20-minütiges Review-Video, habe ich aber nur 3 Tage. Also das hat dann mit Spaß und Entspannung, hat das nichts mehr zu tun. Das ist wirklich, ihr guckt die ganze Zeit auf die Uhr und denkt, ey scheiße, ich habe nur noch, oh Gott, ich kann nur noch 10 Stunden GTA spielen und dann muss ich mich hinsetzen und dazu einen Text schreiben. Mir ist das genau das gleiche mit L.A. Noire passiert. Ja. Da musste ich einen Text dazu schreiben und musste unbedingt natürlich irgendwie wissen, worum es in dem Spiel denn so geht. Und ich hatte überhaupt keine Zeit, die Nebenmissionen zu machen, sondern habe nur versucht, die Story durchzuballern. Und da bleibt der Spielspaß schon in gewisser Weise mal auf der Strecke. Ja. Aber natürlich ist es trotzdem ein toller Job. Wir haben uns den ja auch beide ausgesucht und machen das auch gerne. Wobei ich einfach mehr mit Filmen zu tun habe als mit Games, aber durchaus auch für die Zeitschrift über Games geschrieben habe, weil ich so Anti-Zocker-Kollegen hatte. Das stimmt. Lauter Jungs, keiner zockt. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Nee. Ja, und es hat einfach die Nachteile, die ungefähr jeder Beruf in der Medienbranche hat. Ganz recht, ja. Einfach mal googeln, was ist blöd an der Medienbranche. Boah, ja, da gibt's Terabyte, kriegt jeder Einträge. Also, ich würde sagen so 70-30. 70% ja. Spaß, aber 30% dann auch echt Stress und Abfuck und Nerverei und man hat dann irgendwann auch keinen Bock mehr. Ja. Willst Alles du klar? Soll ich... Ach komm, eine noch. Ich hab so kurze. Du hast, ich sehe schon, du hast ganz lange vorbereitet. Lukas, hätte gern gewusst. Moin Wolf. Wie lange bist du schon ein Metalhead? Bist du schon mit Nieten und Bierkrug zur Welt gekommen oder wurden dir erst später die Augen zur besten Musik der Welt geöffnet? Werde ich auch immer wieder gefragt, so meine musikalischen Präferenzen scheinbar interessieren dann doch mehr Leute, als ich gedacht hätte. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich nur Metal höre. Das war jetzt auch nicht das allererste, was ich gehört habe. Ich erinnere mich, die erste Single in meinem Leben, die ich besessen habe, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, war River of Dreams von Billy Joel. In the middle of the night. Fand ich total geil. Und ich habe mir von meinen Eltern sagen lassen, als ganz kleiner Junge hatte ich eine glühende Leidenschaft für Roland Kaiser. Fand ich, als kleiner Bursche, fand ich ihn ganz toll, den Mann. Ja, und also es gab nicht das ein Erweckungserlebnis. Ich höre in der Tat sehr gerne Metal und jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, irgendwie 15 Jahren. Aber ich höre auch viel anderen Kram. Ich höre sehr gerne Elektro, also wie auch härteres Zeug. Ich höre wahnsinnig gerne Blues, diverse Mischformen davon, so ein bisschen Punk hier und da. No also, Angels. Ich besitze das erste Album der No Angels. Vom Kumpel gebrannt, aber ich habe es in der Tat, ja. ja, von daher, ich bin da relativ breit aufgestellt. Metal ist geil, ist aber nicht das Einzige. Ja. So, jetzt bist du wieder dran. Ja, das war's schon. Das war alles, was Lukas wissen wollte.
Julian fragt, wie kommst du eigentlich mit Wolf seinem Horrorfilm dran zurecht oder guckst du auch gerne Horrorfilme? Ich glaube, er meint, ob ich mit deinem Horrorfilmgeschmack zurechtkomme. Vermutlich, ja. Wenn du das meinst, meine Antwort, also ich gucke tatsächlich auch sehr, sehr gerne Horrorfilme. Mhm. Wenn mir ein Film zu hart wäre, was ich meistens vorher abschätzen kann, dann guckt er ihn einfach allein. Und das ist für uns beide auch total in Ordnung so. Ja, also ihr wisst es natürlich, ich gucke in der Tat sehr gerne Horrorfilme. Ich freue mich auch sehr, dass ich jemanden habe, die meine Begeisterung für Horrorfilme teilt. Aber es gibt so ein paar, ich sag mal, Unterarten des Genres. Ja. Die sind einfach nichts für dich. Nein. Die möchtest du auch einfach nicht sehen. Stichwort Folterhorror ist überhaupt nicht mein Genre. Und das guckt er dann einfach alleine. Sowas gucke ich tatsächlich nur für die Arbeit, wenn ich keine andere Wahl habe. Also ich kann mir sowas auch anschauen, das macht mir aber persönlich überhaupt keinen Spaß. Und das kann man dann auch nicht mehr ändern. Also wirklich alleine durch meinen Job habe ich so viele von der Sorte gesehen, dass wenn mich das irgendwie ansprechen würde, dann wäre es jetzt passiert. Aber auch sowas wie Saw, ich kann da durchaus nachvollziehen, dass das anderen Leuten Spaß macht, aber mir einfach nicht. Und das ist auch für uns beide total okay, dass wir da... Ja. uns nicht so überschneiden. Wir haben da ja noch genügend andere Filme, bei denen wir uns dann wieder einig sind. Und Horrorfilme bestehen ja zum Glück aus vielen, vielen Unterarten. Und dafür musst du nicht jeden High-Trash-Film gesehen haben. Ich dagegen schon. Ja, ich dränge sie auch nicht zu irgendwelchen Filmen, von denen ich weiß, dass sie absolut nichts für sie sind. Also ich habe da, wie vermutlich jeder, ein paar Sachen im Regal. Die würde man jetzt auch nicht mit der kleinen Schwester gucken oder mit der eigenen Mutter oder so. Und also ich bin nicht jemand, der unbedingt Leute zwingt, Dinge zu gucken, von denen ich schon weiß, dass sie die eigentlich ziemlich, ziemlich ungeil finden und gar nicht draufstehen. Also es gibt Filme, da macht es Spaß, zum Beispiel bei Helge Schneider. Es gibt nichts Geileres, als Helge Schneider Filme mit Leuten zu gucken, die den auf den Tod nicht lustig finden. Man krepiert vor Lachen und daneben sitzt einer so, hä, das ist doch nicht lustig. Und du kannst dich gar nicht mehr halten, gerade deswegen. So, doch, das ist lustig. Aber bei Horrorfilmen bin ich da nicht so dogmatisch. Leben oder beziehungsweise sterben und sterben lassen. Und wie gesagt, es passiert ja auch eher selten, dass du was ohne mich guckst. Meistens bin ich auch dabei. Ja, das stimmt. Also wir ergänzen uns da ganz gut. Ja. Ja. Willst du noch eine? Nö, mach du ruhig. Na gut, dann machen wir weiter mit Timon. Timon hat folgende Frage. Mich würde interessieren, was die schlechtesten Filme waren, die ihr je gesehen habt. Sowohl Filme, die so schlecht sind, dass das schon wieder unterhaltsam ist, als auch Machwerke, bei denen man jeder Sekunde, die man damit verbracht hat, nachweint. Das ist schwer zu beantworten, weil wir beide schon wirklich sehr, sehr, sehr viel gesehen haben. Und man probiert ja auch, die schlecht möglichst schnell zu vergessen. Aber relativ aktuell aus den letzten Jahren, ein Film, der so schlecht war, dass wir großen Spaß hatten, ihn zu gucken, war Zeiten ändern dich, ja. Den Bushido-Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, wirklich, tut euch selbst den Gefallen. Guckt euch bitte, bitte Zeiten ändern dich an. Jeder sollte diesen Film gucken. Und ich bin auch der Meinung, es ist eine Komödie für die ganze Familie. Ja, da hat jeder Spaß damit. Es wurde selten in der Pressevorführung so gelacht an Stellen, wo man eigentlich nicht hätte lachen dürfen. Zumindest dachten sich das die Macher. Also das ist wirklich eine Trash-Perle, die macht von vorne bis hinten Bock. Ja, und bei Filmen, die wirklich richtig schlecht sind, da gab es wirklich sehr viele und die ärgern mich dann in der Tat. Also ich erinnere mich zum Beispiel an The Last Airbender von M. Night Shyamalan. Diese Avatar-Verfilmung war wirklich unter aller Kanone. Der neue Conan mit Jason Momoa, den fand ich auch richtig kacke. Transformers 2 ist für mich, das ist für mich der Tiefpunkt. Also Michael Bay arbeitet ja immer noch fleißig daran, die Kunst vom Kino zu töten. Und in Transformers 2 ist er seinem Ziel wieder ein Stückchen näher gekommen. Also das sind so Filme, die kotzen mich wirklich an. Also da nervt mich dann auch echt jede Minute, die ich mir das angucken muss. Aber ich probiere mich weitestgehend davon fernzuhalten. Also es gibt einfach so Filme, da weiß ich jetzt schon, dass die scheiße sind. Und wenn ich sie nicht gucken muss, dann lasse ich das auch einfach. Also ich muss auch wirklich mir nicht alles angucken. Also bei dem schlechtesten Film, da kann ich kaum noch eine Auswahl treffen. Ich würde mich bei allen, die du genannt hast, anschließen. Aber ich habe so viele schlechte Filme gesehen, die aber dann auch meistens kein Mensch kennt. Also wirklich so durch die, auch wieder hier, wieder durch die Arbeit, so gerade kleine Horrorfilme, die irgendjemand mit viel Leidenschaft und wenig Talent im Heizungskeller gedreht hat. Also da fällt es einem irgendwann auch schwer, so beim 10. noch mit liebevollem Auge da drauf zu gucken, weil es einfach nur schlecht ist. Ein kleines Highlight für mich, den ich sogar schon zweimal gesehen habe, ist Sand Sharks mit Brooke Hogan und Corinne Nemec.
Kennt ihr noch Parker Lewis, der Coole von der Schule? Hurenvergleich. Ja. Ja. Der hat mir sehr viel Freude gemacht und den kann ich auch mit Fug und Recht weiterempfehlen. Sand Sharks, ein hervorragender Film. Auch gerne im Double Feature mit Double-Headed Shark. Ja. Auch mit Brooke Hogan, die sich langsam auf, ich glaube, die spezialisiert sich so auf das Hai-Genre. Ich glaube auch, ja. Dann gibt es noch irgendwie Sharktopus und Bait, hier die Haie im Kaufhaus. Ja. Also gerade was Hai-Horrorfilme angeht, da ist mittlerweile wirklich so ein kleines Subgenre entstanden. Da kann man sich die allerfeinsten Dinger reinziehen. Ja. Ja, aber Sand Sharks war ein echtes Highlight davon, weil leider sind auch die... Das, auch in diesem Subgenre, das mich persönlich ja sehr anspricht, viele Sachen entstanden, die nicht gut sind. Aber Sand Sharks hat alles, was ein richtig schlechter Film braucht und macht eine Menge Spaß. Also ich habe wirklich Tränen gelacht. Ja. Ja. Gut. Damit ist das beantwortet und ich mach mal weiter. Ich bitte darum. Der hat wieder... Oh, da habe ich gar keinen... Ah doch. Leider keinen Vornamen. C. Peise. C. Peise? Ja. C. Peise. C. Punkt. Wie bei Heinz Strunk. Okay, C. Punkt. Zeigt sich ebenfalls begeistert. Okay. C. Punkt fragt, wer ist euer Lieblings-Bond-Darsteller und euer Lieblings-Bond-Film? Du fängst an, bei dir geht's ja schnell. Ich muss sagen, ich habe überhaupt gar keine Beziehung zu Bond. Ich habe in meinem gesamten Leben vielleicht 3 James-Bond-Filme komplett gesehen, von vorne bis hinten. Fand die auch mehr oder weniger nett. Aber eigentlich lässt mich James Bond völlig kalt. Ich fand die letzten beiden mit Daniel Craig, fand ich auch... ziemlich mies, muss ich sagen. Also fand ich beide nicht geil. Von daher ist mir echt Wumpe. Ich habe keinen Lieblingsdarsteller, ich habe auch keinen Lieblings-James-Bond-Film. Also ich mag gerade die alten James-Bond-Filme sehr, sehr gern. Bin da auch früh in meiner Kindheit geprägt worden. Einer meiner frühesten Berufswünsche war Bond-Girl. Wow. Photoshop. Ja, so mit 7. Mein Vater Bond-Girl war jetzt. Ja so stolz auf mich. Und mein liebster Bond-Darsteller ist ganz klar Sean Connery. Und damit auch meine liebsten Bond-Filme. Ich würde sagen, Goldfinger mag ich immer noch sehr gern, geht immer. Never Say Never Again, auch ganz hervorragend. Und einer mit Roger Moore, Moonraker, weil ich als kleines Mädchen den Beißer so spannend und unheimlich fand. Und der Beißer ja in Moonraker eine recht wichtige Rolle hat. Weißt du, kennst du den? Ja, klar, ja, ja. Ja, also das ist einer, ich glaube, den habe ich auch nicht komplett gesehen, aber das sagt mir was. Und der ist auch so schön trashig. Der ist super trashig. Ja, den mag ich sehr gerne. Wenn ich mir einen zweiten Liebling aussuchen müsste, dann wäre es tatsächlich Daniel Craig. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig überzeugt von den neuen Filmen, wobei mir, ich habe sie auch noch gar nicht alle gesehen. Ich habe Skyfall, habe ich noch gar nicht gesehen. Zu meiner Schande. Ja. Aber mir gefällt Daniel Craig als Bond generell sehr gut, weil er dieses Männliche hat, was einfach ein Bond-Darsteller braucht. Ja, vor allem ein schönes Gegengewicht zu Pierce Brosnan, der halt irgendwie echt immer aussah, als käme er gerade vom Herrenausstatter. Ja, der ist zu geleckt, das geht nicht. Ja. Also für mich muss ein Bond-Darsteller muss was Kerniges, Männliches haben, so wie Sean Connery und eben Daniel Craig. Das stimmt, ja. Der darf nicht aussehen, als würde er zu viel Haargel benutzen. Ja. Warst du schon, oder was? Nee, C. Punkt hat mehrere Fragen. Ja, los, hau raus. Bei welchem Film habt ihr euch zuletzt so richtig gegruselt und oder erschreckt? Das ist eine sehr gute Frage, denn in der Tat haben wir gestern zusammen einen Horrorfilm gesehen. Ja, The Bay. The Bay, ganz recht. Ein Found-Footage-Horrorfilm, der, also bei dem ich zweimal wirklich erschrocken bin. Mhm. Und also den würden wir auch beide durchaus weiterempfehlen. Ja, Found Footage ist jetzt mittlerweile auch so ein Streitpunkt. Die einen finden das noch ganz cool, für die anderen ist das ein Trend, der sich völlig totgelaufen hat. Und das stimmt schon. Also oftmals war diese Handkamera, die Wackelkamera-Optik, war ein Ersatz für gute Ideen. Ja. Und da gab es auch dann, wie das halt so ist, wenn so Trends losgetreten werden, irgendwann kommt so die Phase, da kommen die ganzen Nachahmer und da ist es dann auch nicht mehr originell, nicht mehr cool, nicht mehr spannend. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass ein paar Leute mittlerweile da Bedenken haben. Aber The Bay war auf jeden Fall echt wieder ja so ein kleines Highlight, muss ich sagen. Ja. Der hat mir überraschend gut... Ich habe auch mir wenig erwartet. Ich habe nur gehört, dass er ganz gut sein soll. Und ich fand ihn... Er hatte eine hervorragende Idee. Also er hat wirklich was aus seiner Found-Footage-Idee gemacht. Das hat mal wieder Sinn gemacht, die Found-Footage-Sache. Und war jetzt nicht nur, weil es gerade Mode ist, eingesetzt. Mhm. Und er ist schön eklig. Ja, Das auch. Und spannend. Also kann ich durchaus weiterempfehlen. Wenn man wieder einen netten Horrorfilm sehen möchte und nichts gegen Found-Footage hat, der sollte da zugreifen. Und das ist auch gleichzeitig... Die Frage, wann ich mich das letzte Mal gegruselt und oder erschreckt habe. Eher erschreckt als gegruselt, also erschreckt und
bisschen geekelt. Ja, Grusel nicht, aber mehr Ekel. So. Ja. Ja, das stimmt. An Wolf, wie hast du ihr, das Game One Team, bei Game One damals das Ende von Giga erlebt? Ich ja, glaube, du warst schon bei Game One. Ich muss sagen, aus der Ferne. Also als das da passierte, hatte ich mit Giga nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Hab dann natürlich so ein, zwei Kumpels noch gehabt, mit denen ich mir alle Jubeljahre mal per ICQ oder Skype oder so geschrieben habe, aber wirklich eng war der Kontakt nicht. Und ich habe das dann wirklich an dem Morgen, als es so durchs Internet ging, da habe ich es erst mitbekommen. Auf einmal tauchten überall die Meldungen auf, übrigens Giga ist pleite, die machen dicht, und konnte es gar nicht fassen. Also ich hatte da auch keine Insider-Informationen, für mich kam das sehr überraschend. Und das war schon, ja, so ein kleiner Schock. Also auch wenn ich, als das passierte, schon lange, lange von Giga ja fort war, aber da hat ja meine Spieleredakteurskarriere angefangen und ich habe da auch echt ein paar Freunde getroffen und bekommen. Ja, und als ich dann hörte, dass es den Laden fortan nicht mehr geben wird, das kam sehr überraschend, muss ich sagen, ja. Ja. Aber auf jeden Fall aus der Ferne. So habe ich es mitbekommen. Ja. An Kim, was hast du vor Sexy Cripples gemacht? Da kommt später noch so eine ähnliche Frage, deswegen beantworte ich die jetzt sehr speziell. Also Sexy Cripples ist ja auch immer noch unser Hobbyprojekt. Mhm. Also von daher mehr gezockt, nur so für mich, mehr gelesen, mehr auf der Couch geschlafen. Ja, so viel hat sich da jetzt nicht geändert. Hey! Also ich hatte mehr Freizeit, in der ich nichts getan habe vor Sexy Cripples. Ja. Mhm. Und auch noch sehr schön, Frage 5. Wie, wo, warum habt ihr euch kennengelernt? Ja, das ist ja wohl mal die allerbeste Frage. Ja, warum haben wir habt ihr euch kennengelernt? Ja, war Winter, war kalt. Ich wollte mir morgens nicht immer selbst das Frühstück machen. Ich dachte, komm, nimmst du sie mit? Ja, warum lernt man sich kennen? Das war übrigens März und noch nicht mehr sehr kalt. Ja, jetzt macht man die Geschichte nicht kaputt. Ja, merkst du selbst, ne? Ja. War das nett für eine Frage? Warum habt ihr euch kennengelernt? War jetzt nicht geplant. Passiert die einfach. Die Sterne standen im Orion auf Wolf. Auf 7:30. Trifft. Genau. Zack. Und so war es dann auch, ja. Ja. What are you reading for? So ungefähr. So eine Frage ist das. Ja, ja, das war es von C. Punkt. C. Punkt. Ja. C. Peise. Alles klar. Dann habe ich hier was von Max bekommen. Wo seht ihr euch in 10, 20 oder 30 Jahren? Meint ihr, dass man euren Job, Produkten der Popkultur auf den Zahn zu fühlen, auch in fortgeschrittenem Alter machen kann, wenn man das überhaupt will? Und wenn ja, wird euer Publikum mit euch altern oder eher immer wieder neu aus derselben Altersgruppe rekrutieren? Oder anders, genereller formuliert, meint ihr, dass die Generation der 70er oder 80er sich demnächst dasselbe von Jüngeren vorwerfen lassen muss wie die Generation davor? Nämlich, dass sie sich nicht mehr auf Änderungen in Zeitgeist, Technik und Ästhetik einstellen wollen? Mit anderen Worten, werden wir alt? Das will Max wissen. Wow. That's deep. That's some heavy shit, man. Das waren viele Fragen. Ja, im Prinzip, also die Frage, die ich mir gemerkt habe, werden wir alt? Ja. Ja. Werden wir. Ihr auch, übrigens. Ein Schicksal, dem die wenigsten von uns entgehen. Ganz recht. Ja. Ja. Ja, und ansonsten, wenn wir das beantworten könnten, all diese Fragen, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen, sondern wären hochgeschätzte und vermutlich hervorragend bezahlte Berater der Medienbranche. Das ist richtig. Dann hätten wir so eine kleine Kristallkugel, würden unsere jetzigen Jobs und Projekte an den Nagel hängen und damit unfassbar viel Geld machen, die Zukunft vorauszusagen. Nein, aber also können wir nicht beantworten, wo wir jetzt in 10, 20 oder 30 Jahren sehen. Nee. Wir können es ja nicht mal sagen, was in einem Jahr ist. Nee. Also mit Sexy Cripples, absolut keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Ob das länger existiert, ob das nur so ein Strohfeuer ist, wissen wir nicht. Ich glaube aber, dass man auch in fortgeschrittenem Alter, wie nett du das formuliert hast, Max, dass man da das durchaus noch kann. Also Produkten der Popkultur auf den Zahn zu fühlen, das glaube ich schon, dass es nicht nur ein Vorrecht der ganz jungen Hüpfer ist. Man braucht ja auch so einen gewissen Erfahrungsschatz, um das vielleicht alles besser in den Kontext einordnen zu können, als jemand, der ganz frisch mit dem Zocken erst anfängt. Man kann natürlich schon sagen, dass es relativ wenig 50-jährige MTV-Moderatoren gibt. Ja, das ist richtig, aber so sehen wir uns ja auch nicht. Nö. Diese Nö. Plapperäffchen, die man da hinstellt, damit sie halt schlecht gedrehte Clips ansagen. Ich wollte noch nie VJ werden. Ganz recht. Höchstens Markus Kafka. Ich wäre vielleicht gerne Markus Kafka. Wer wäre nicht gerne Markus Kafka? Den habe ich übrigens letztes Mal auf Wacken getroffen. Der ist noch
Der ist ungefähr so groß wie du. Was hast du mir erzählt? Wirklich, ja. Der ist ganz klein, dieser Mann. Aber bestimmt sehr, sehr nett. Ach ja, und eins wollte ich dazu noch sagen. Ich probiere, und ich glaube du auch, wir probieren uns aber dann doch noch irgendwie die Begeisterung für das Thema zu erhalten. Also auch wenn das nicht immer so klingt. Das liegt an unseren Charakteren. Wir sind einfach Nörgel. Ja, also es gibt ja auch immer viel zu nörgeln. Ich will mir aber davon trotzdem nicht die Begeisterung an Filmen und auch nicht an Zockerei kaputt machen lassen. Also wo man es vielleicht gemerkt hat, war bei unserem Xbox-Video, wo wir unsere Meinung zur Xbox kundgetan haben. Wir haben dann nicht komplett mitgemacht bei der allgemeinen Meckerei und bei dem Gebäsche. Und das ist auch so ein bisschen der Grund. Also wenn es was zu meckern gibt, dann meckern wir auch mal. Aber ich will nicht nur meckern. Ich glaube, dann hätte ich mir selbst die Laune daran verdorben. Und so weit möchte ich es gar nicht kommen lassen. Also ich bin immer noch von geilen Spielen, bin ich jedes Mal aufs Neue geflasht und kann da extrem viel Zeit drin versinken. Wenn ich einen geilen Film sehe, bin ich total begeistert. Wie mit Musik, Literatur, mit allem. Und das würde ich mir in der Tat auch sehr gern beibehalten. Also ich merke da auch noch keinen Altersverschleiß, was die Begeisterungsfähigkeit angeht. Ja. Kann mich da anschließen. Genau. Ja, das war die Frage von Max. Ja. Gut. Jetzt kommt eine Frage von Manuel. Wenn ich die Indizien richtig deute, arbeitest du wohl hauptberuflich als Redakteurin bzw. Filmkritikerin. Du deutest die Indizien leider nicht richtig. Nicht komplett. Nicht komplett, nein. Ich arbeite nämlich zurzeit nur noch nebenberuflich als Filmkritikerin. Ich teile meine Zeit gerade zwischen Sexy Cripples, nebenberuflichem Arbeiten und einem Studium. Und die Frage, die nächste Frage ist, ob sich davon heutzutage noch der Lebensunterhalt bestreiten lässt. Also ich habe das jahrelang gemacht und es ließ sich der Lebensunterhalt bestreiten. Es ist aber tatsächlich so, dass es nicht einfach ist. Und gerade Festanstellungen in der Branche sind sehr, sehr rar. Also ich hatte eine und gehöre zu den wenigen Leuten, die auch so eine Festanstellung einfach mal kündigen, um was anderes zu machen. Aber normalerweise, also gerade frei, es ist nicht einfach. Da würdest du dich mir, glaube ich, auch anschließen mit der Meinung, oder? Ey, absolut. Es ist mittlerweile wirklich ein Haifischbecken. Das ist auch eine Sache, wenn wir gefragt werden, wie man an diesen Beruf kommt und ob wir wieder Tipps geben können, wie wir dazu stehen. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Es ist mittlerweile wirklich ein Schlachtfeld. Es ist echt ein hart umkämpfter Markt. Also da reinzukommen ist erstmal sehr schwierig, sich zu halten ist genauso schwierig. Und man muss wirklich darauf vorbereitet sein, dass man unter Umständen sehr, sehr viel arbeiten muss für sehr wenig Kohle. Also, und dass es den wenigsten gelingt, dann nur noch Journalismus zu machen und kein PR. Und wir gehören ja beide zu den Leuten, die das streng trennen, PR und Journalismus. Und das wächst immer mehr zusammen. Also gerade wer in die Branche gehen will, sollte sich vorher überlegen, ob er sich auch vorstellen kann, in der PR zu arbeiten. Ich gehöre zu den Leuten, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, was auch ein Grund dafür ist, dass ich nochmal ein Studium angefangen habe. Ja, das ist natürlich was, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich bin da auch ganz wertfrei. Das ist ja für das ist eine Einzelentscheidung. Ich habe auch mal in die faszinierende Welt der PR reingeschnuppert, gemerkt, dass es nicht unbedingt das Richtige für mich ist. Ich würde aber nicht für die nächsten 30 Jahre kategorisch ausschließen, da irgendwie in der Richtung mich nochmal zu betätigen. Aber zumindest jetzt wollen wir das ganz klar von Sexy Cripples und von allem und so weiter trennen. Auf jeden Fall, also dessen muss man sich bewusst sein. Es ist wirklich schon sehr, sehr schwierig, wenn man kein anderes Standbein hat. Also als freier Schreiberling muss man eigentlich eine Handvoll von festen Auftraggebern haben. Man muss eigentlich permanent arbeiten, damit man am Ende des Monats irgendwie die Miete davon zahlen kann. Sonst wird es sehr, sehr schwierig. So, als Nebenjob für mich ist es jetzt ganz hervorragend. Das liegt aber auch daran, dass ich die Kontakte ja dann schon vorher hatte durch das jahrelange Arbeiten. Also für jemanden, der noch keine Kontakte hat und dann anfängt, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja. Ja. Verwendest du für deine Notizen im Kino einen Leuchtstift wie Penny in High Fidelity? Nein. Und Leute, die das machen, sind ganz schlimme Menschen. Denn erstens mache ich mir im Kino überhaupt keine Notizen. Ich kann mir nämlich gerade noch die Handlung von so einem Film merken, bis ich wieder nach Hause gekommen bin. Meistens sogar noch ein bisschen länger. Und zweitens, ich kann mir auch nichts Schlimmeres vorstellen im Kino. Okay, im Kino gibt es so viele Dinge, die Nachbarn schlimm machen können. Aber ich finde es ganz schlimm, wenn jemand da neben mir sitzen würde und mit so einem Leuchtstift rumkratzt. Also mein erster Impuls wäre, ihm den Stift ins Auge zu stecken. Völlig zu Recht. Tada! Die nächste Stufe ist dann direkt, sich Notizen ins Handy zu tippen. Ja. Mit der Notizzettelfunktion oder sowas. Handy wegnehmen, einmal durch den Saal schleudern. Ganz recht. Ja, das siehst du auch ganz genauso, ne? Ja, ich habe noch nie in meinem Leben ein Leuchtstift besessen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, sowas im Kino...
sowas im Kino einzusetzen und generell mache ich mir auch keine Notizen im Kino. Wir sind einfach super Brains und merken absolut das alles. Hm. Ja, du gut. Dann habe ich hier was von Fabian. Gibt es unter den gesamten Plauschangriffen bestimmte Folgen, die du besonders magst bzw. interessant findest aufgrund des Themas oder einfach, weil dir da was komplett Neues nähergebracht wurde? Da gebe ich jetzt direkt mal zu, ich habe nicht alle Plauschangriffe gehört. Ich weiß auch von meinen lieben Ex-Kollegen, dass sie es auch nicht getan haben. Also wenn ich zum Beispiel erfahre, dass, weiß ich, Trant und Uke sich 5,5 Stunden über Rennspiele unterhalten haben, bei aller Liebe, aber das höre ich mir nicht an. Also ich weiß, das interessiert manche Leute und denen kann es gar nicht lang genug sein. Aber so wahnsinnig spannend finde ich das Thema dann doch nicht. Und da gibt es auch einige andere Themen. Also ich höre mir nicht auch nur Plauschangriffe an, bei denen ich dabei saß. Weil also ich saß ja selbst und habe 4 Stunden gelabert. Und mein ganzes eigenes Gelaber muss ich mir ja nicht nochmal anhören. Da wäre ich ja bekloppt. Ja, deswegen, ich habe da jetzt nicht unbedingt ganz brennende Favoriten. Ich weiß doch, dass der Silent Hill Plauschangriff, der hat mir großen Spaß gemacht. Da war ich dann natürlich sehr brennend für das Thema. Und der ja leider dann aus Versehen gelöschte Plauschangriff zu Resident Evil. Wer hat den denn gelöscht? Johansen? Nee, das war in der Tat Gregor selbst. Den hat er selber gelöscht. Und das war wirklich ein verdammter Jammer, weil er sehr, sehr lustig war. Wir haben dann ein paar Bierchen dazu getrunken und es war so Sommer und Simon war dabei und der war zu gleichen Teilen informativ, natürlich, aber auch sehr unterhaltsam. Also wir hatten alle sehr viel Spaß. Hat Gregor dann leider irgendwo eine falsche Taste gedrückt. Tja, alles für den Arsch. Ganz recht. Und außerdem ging die Frage noch weiter. Woher kommt deine Abneigung gegenüber Handheld-Spielen? Oder hast du dich langsam mit ihnen angefreundet? Da müsste es doch auch für dich einige Perlen geben, in Klammern. Dasselbe gilt eigentlich auch für PC-Spiele. Ja, das ist in der Tat so eine Frage, aber vorher mal. In der Tat so eine Frage, die kommt immer wieder und ich beantworte sie gerne noch einmal. Ich habe keine Abneigung gegenüber Handheld-Spielen. Ich habe auch keine Abneigung gegenüber PC-Spielen. Das ist nur einfach so, dass auch wenn ich relativ viel zocke, aber ich möchte nicht meine gesamte Lebenszeit aufs Zocken verwenden und nebenher möchte ich ja auch noch ein paar andere Sachen machen und dazu gehören ja auch so Banalitäten wie irgendwie normales Leben führen, ab und zu mal einkaufen gehen, mal zur Bank, zum Amt. Jetzt hast du mich wirklich zu lange gemacht. Ne? Das sind ja alles so Geschichten. So, und ich muss mich da oder ich möchte mich da auch einfach im Vorfeld ein bisschen einschränken und ich verzichte deswegen auf Handheld-Spiele, weil ich meine wenige Zeit, in der ich ja zum Beispiel im Bus sitze oder irgendwo jetzt keinen Fernseher vor mir habe, da möchte ich nicht noch ein Ding rausholen, wo ich dann auf so einen kleinen Monitor starre. Man kann ja auch beim Einkaufen, könntest du auch. Ich schieb dich dann im Wagen, wo du spielst. Okay, das wäre schon wieder geil. Nee, ich lese dann wirklich lieber oder höre Musik oder weiß nicht, schreibe irgendwie was für mich und habe Ideen oder was. Aber ich möchte auch nicht meine gesamte Zeit mit Videospielen verbringen. Und deswegen habe ich mich entschieden, auf Handheld-Spiele weitestgehend zu verzichten. Ich weiß, dass es da ganz, ganz tolle Spiele gibt. Ich meine, das ist ganz unironisch. Da gibt es bestimmt richtig geile Sachen. Aber es gibt auch für die großen Konsolen noch richtig geile Sachen. Es gibt auch noch richtig geile Bücher, die ich alle noch nicht gelesen habe. Es gibt auch bestimmt richtig geile Platten von richtig geilen Bands, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Also ich kann einfach nicht alles gleichzeitig konsumieren und ich bin mir einfach der Tatsache bewusst, dass mir da einiges entgeht, habe mich damit aber angefreundet, das ist schon okay. Und bei PC-Spielen ist es genau dasselbe. Also ich habe keine Abneigung dagegen, aber es muss auch noch was anderes geben und da mache ich dann einfach im Vornherein mache ich da Abstriche. Ja, das war's, Fabian. Ja. Beantwortet. Dann mache ich mal weiter mit sehr schön Alan Smithy. Ja, ist dir das so peinlich? Nein, muss doch nicht sein. Ist eigentlich eine Zusammenarbeit mit Gregor geplant? Der hat ja auch einen Kanal. Richtig. Und haben jetzt gesehen, einen eigenen Hater schon. Da musste ich sehr lange, meine Fresse. Ja. Hab ich entdeckt. Hast du entdeckt, sehr gut, ja. Die Wahrheit über. Ja. Da kann man in Kürze sagen, nee, momentan nicht. Oder? Also es überschneidet sich jetzt auch thematisch nicht unbedingt, was wir machen. Ja. Nö, also da ist wirklich in der Tat nichts geplant. Das wollen und können wir nicht ausschließen. Und möglicherweise passiert da mal irgendwie was. Lustigen Schabernack, den wir da zusammentreiben. Aber wirklich geplant ist da jetzt nichts. Und von so aktuellen Sachen abgesehen, macht ja Gregor auch jetzt gerade so mehr, weiß nicht, so Longplays von so alten Geschichten oder
podcastet mit sich selber oder solche Geschichten. Und also wir machen ja nicht exakt dasselbe, dass man das unbedingt zusammenführen müsste. Er hat ja seinen Kram und macht das ja auch sehr erfolgreich und gut und hat da Spaß. Und das ist bei uns ähnlich. Und deswegen ist da jetzt ganz konkret erstmal nichts geplant. Ja. Sehr schön. Kennt einer von euch Louis C.K.? Wenn ja, Meinung. Kennen wir, finden wir super. Richtig geiler Typ. Ja. Ja. Louis C.K. auf jeden Fall einer der lustigsten Comedians der letzten paar Jahre. Wer ihn nicht kennt, direkt mal Louis C.K. Also Louis C.K. direkt bei YouTube eingeben, wenn ihr mit diesem Video fertig seid und guckt euch ein bisschen was an. Ein unendlich lustiger Mann, ja. Ja. Wir sehen ihn beide sehr, sehr gern. Ganz sehr, geiler sehr komisch. Typ. Du bist das klar. War schon? Ja. Von Ernst Smithy? Ja. Toni, du, also nicht du Toni, sondern Toni sagt uns, du hast unbegrenzte finanzielle Mittel, welche aber nur für die Produktion eines Videospiels ausgegeben werden dürfen und ansonsten auch alle notwendigen Kontakte in der Industrie, um für dein perfektes Spiel die Weichen zu legen. Was würdest du dem Team von Programmierern jetzt sagen? Was ist das Besondere an deinem Spiel? Gibt es bestimmte Leute, die ins Team sollen? Welche Engine? Was für eine Story? Und wenn du sagst, kannst du nicht verraten, wollen wir das Spiel aber auch bald mal sehen. Ja, Toni, das ist ganz lustig. In der Tat habe ich so den völlig irrationalen Traum, irgendwie mal ein Spiel zu machen. Oder zumindest an sowas mitzuarbeiten, Ideengeber zu sein, irgendwie da sowas mit voranzutreiben. Ich habe da auch so anderthalb Ideen. In 100 Jahren werden die nicht umgesetzt, nie im Leben. Ich bin kein Game Designer, ich kann sowas nicht. Ich habe halt nur so ein paar bekloppte Ideen, die ich mal aufgeschrieben habe. Aber das wäre wirklich so mein großes Lebensziel, mal ein eigenes Spiel zu machen. Fände ich total geil, ohne Scheiß. Ich glaube, dann könnte ich glücklich sterben. Alles andere ist mir egal, aber ein eigenes Spiel hätte ich echt gern. Und wer weiß, vielleicht, man kann es ja nie sagen, sagt niemals nie und so, ne? Vielleicht passiert da doch nochmal irgendwie, irgendwo, irgendwann, irgendwas in der Richtung. Und deswegen möchte ich in der Tat über diese Ideen noch nicht sprechen. Ja, tut mir leid, jetzt lange Vorrede für gar keine Antwort. Aber das wäre dann echt zu ärgerlich, wenn ich das jetzt hier so blöd ausplaudere und in 3 Jahren kommt jemand mit genau meiner Idee, weil er es in diesem scheiß Video hier gesehen hat. Dann kotze ich aber im Strahl. Deswegen sage ich jetzt lieber gar nichts. Toni. Gut. Soll ich noch eine? Ich habe so kurze. Du, ja, hast, mach, du hast immer so lange. Ja, ja, stimmt. Mach ruhig weiter. Ja, Wolf. Nee, Jo. Jo, Wolf. Wie sieht's aus mit einem Knaller durchgenommen, sobald Beyond Two Souls rauskommt? Ist generell was in Richtung Knaller durchgenommen? Oder ähnliches Projekt mit anderem Namen in Planung? Möchte Matze wissen. Ja, da ist ja jetzt gerade The Cat Lady, eine Stunde mit The Cat Lady habe ich ja online gestellt und euch gefragt, ob ich das weiterspielen soll oder nicht. Und bislang war die Resonanz eher so auf der Seite derjenigen, die sagen, ja, spielen wir mal weiter. Also mag sich vielleicht noch ändern, kann aber im Moment ganz gut sein, dass das wirklich das erste Spiel wird, was wir dann in mehreren Teilen länger spielen. Und ansonsten Beyond Two Souls, sobald es rauskommt, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da sind wir beide sehr, sehr heiß drauf. Haben wir richtig Bock. Ich erwarte mir da echt einiges. Und ich glaube so, das ist ein Spiel, das bietet sich auf jeden Fall an, das zusammen durchzuspielen. Also, und davon abgesehen haben wir auch noch ein, zwei andere Ideen, die sich dafür anbieten könnten. Die verraten wir jetzt natürlich noch nicht. Das wäre ja öde. Das stimmt. Aber ja, genau. Ja, sowas wird es geben. Wir werden auch mal mehr als eine Stunde oder 5 Minuten mit einem Spiel verbringen. Es ist immer so ein bisschen Zeitproblematik. Wirklich. Das ist, also selbst wenn so ein Spiel nur in Anführungszeichen 8 Stunden dauert, aber auch das muss man ja erstmal machen und sich hinsetzen und dann muss man den ganzen Kram schneiden und hochladen und all sowas. Es wird kommen, wir werden es machen, aber wir können das jetzt vielleicht nicht mit allen Spielen machen, die wir gerne behandeln würden, weil wir eben einfach die Zeit nicht haben, aber es kommt auf jeden Fall was. Matze, hm? Darfst auch gerne noch eine Matze. Ach komm, mehr als ich habe so viele. Hier, Alex. Hier kommt Alex. Erstmal das obligatorische Lob vorneweg. Danke, Alex. Eure Videos versüßen mir stets den Abend. Oft frage ich mich, ob du in deiner langjährigen Laufbahn als Spieleredakteur etwas testen musstest, auf das du überhaupt keinen Bock hattest. Wenn ich mir da so ein spielgewordene Diarrhö wie das letzte Star Trek-Lizenzspiel angucke, empfinde ich zutiefst Mitleid mit den Testern. Ja, das haben wir gerade schon mal ganz kurz angerissen, die Frage. Wir haben ja zum Glück durch Sexy Cripples sind wir ja in der luxuriösen Lage, uns wirklich nur die Themen rauszusuchen, rauszupicken, auf die wir wirklich Bock haben. Also ob das nun Game of Thrones ist oder eben diese eine Stunde mit Geschichten oder alles, was wir in der Zukunft noch machen. Aber das sind ja Dinger, die suchen wir uns selbst aus und wir haben ja zum Glück niemanden, der uns sagt, dass wir das und das behandeln sollten. Von daher ist das jetzt gerade sehr entspannt. Können wir uns gar nicht beklagen. Ich kann mich aber noch erinnern, meine Zeit als Play-Redakteur sah in der Tat so aus, dass ich öfter mal von meinem Chefredakteur Spiele auf den Tisch gekriegt habe,
bei denen ich wirklich, also phasenweise blau angelaufen bin, wenn ich nur daran gedacht habe. Also zum Beispiel das Remake von Altered Beast für die PS2 war unfassbare Grütze. Dann musste ich mal testen das Lizenzspiel zum Fantastic Four Film, wo mein lieber Freund und Kollege André, der es mit mir spielen musste, weil es einen Zweispielermodus hatte, wir sind beide fast eingepennt, weil das so unfassbar langweilig war. Aber du sitzt dann da als Testerwurst und weißt, du musst es jetzt, wenn nicht durchspielen, dann doch so weit spielen, wie du kommst, weil du da einen Text so schreiben musst. Also das sind die Dinge, das meinten wir vorhin, da hat man dann echt in der Tat keinen Bock mehr auf den Beruf und auf Zocken allgemein. Aber ja, momentan sind wir davon ja verschont. Also so schlimm ist es nicht. Das sollte man an der Stelle vielleicht auch mal dazu sagen. Es ist ja dann nicht so, als hätte man einen 8-Stunden-Tag, an dem man dann das alles machen kann. Also wenn man nämlich nur spielen müsste und dann dazu was schreiben und das 8 Stunden lang, wäre es immer noch ein Traumjob, egal wie schlecht das Zeug jetzt wäre. Du musst dir das ja noch oft mit nach Hause nehmen, weil du gar nicht so viel Zeit hast, das alles während der Arbeitszeit zu gucken oder zu spielen. Ja. Das heißt, du arbeitest im Prinzip ja dann mehr und da geht ja dann auch deine Freizeit eigentlich fürs Arbeiten drauf. Finde, genau. Kann man an der Stelle mal erwähnen, weil sonst fände ich das immer noch jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, wenn man sagt, oh, ich musste wieder so einen schlechten Film gucken, anstatt im Bergwerk zu arbeiten. Ja, natürlich. Klar, gegen Leute, die im Sommer, weiß ich, eine Autobahn asphaltieren oder so. Oder Klempner, die mitten in der Nacht anrücken, weil ein Rohrbruch gerade da stattfindet. Das ist natürlich nochmal ganz anderes Arbeiten. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, es ist nicht immer alles so rosig, ja. Willst du noch einen? Echt noch eine? Ja, okay, nimm auch doch die. Ach komm! Hau raus! Ja, Wolf, trägst du lieber Boxershorts oder Unterhosen? Das sind die war eine Frage, ja, machen wir danach. Okay. War eine Frage, die wir auch im Video gestellt haben und wir haben uns ja quasi selbst auferlegt, diese Fragen auch alle zu beantworten. Ja, lieber Boxershorts. Ich fühle mich sonst so beengt. Also ich habe lieber meinen persönlichen Freiraum. In jeglicher Hinsicht. Okay. Die Leute wollen es wissen, entschuldige mal. Ja, bitte. Was soll ich sagen? Ich bin hier der Wahrheit verpflichtet und die Wahrheit ist Boxershorts. So. Jetzt Fakten. Genau, und immer an die Zuschauer denken. So, huhu, Kim. Jetzt muss ich an immer nie an mehr denken. Kommen wir später dazu. Ja, genau. Ich wollte fragen, ob du bist ja ähnlich begeistert von der Elder Scrolls-Reihe bist wie Wolf. Und ob du ihr das neue Elder Scrolls Online spielen werdet. Zumindest vom Wolf wissen wir ja, dass er es gar nicht mag. Zitat, mit 12-jährigen Kiddies online spielen und Rumgeflame lesen müssen, aber im Puff Schlange stehen. Oder so war das, glaube ich. Das fragt Fabian. Das sind ja im Prinzip zwei Fragen. Die erste, ob wir das online spielen werden, da kann ich für uns beide antworten, nein. Ist korrekt, ne? Ja. Und die zweite Frage ist, ob ich ähnlich begeistert davon bin. Nee, weil ich es nämlich gar nicht spiele. Und bevor jetzt alle brüllen, was, wie kann ich es nicht spielen? Ich bin ein großer Fan von Civilization, vor allem dem 4. Teil. Ich warte immer noch darauf, dass meine Begeisterung für den 4. so weit nachlässt, dass ich mich ausführlicher mit dem 5. beschäftigen kann, den ich nur mal ein bisschen angespielt habe. Und dafür geht wirklich viel, viel, viel Zeit drauf. Also das ist mein Zeitfresserspiel Nummer 1 und ich kann es mir einfach nicht leisten, noch so einen zweiten Zeitfresser in mein Leben zu lassen. Ich sehe ja an ihm, wie viel Zeit das kostet. Wolf spielt wiederum kein Civilization. Aus einem ähnlichen Grund. Man kann nur eine begrenzte Anzahl von solchen Zeitkillern in sein Leben lassen. Da kann ich mich jetzt nur wieder dem anschließen, was du zu den Handheld-Konsolen gesagt hast. Irgendwann muss man ja auch noch mal schlafen, einkaufen, mal die Mama anrufen. Und wieder schlafen. Ja. Also andere Dinge tun als zocken. Das ist auch der einzige Grund. Ich habe ihm auch eine Weile zugeguckt und ich glaube, es würde mir auch durchaus Spaß machen, aber es geht einfach nicht. Man kann nur eine begrenzte Anzahl an virtuellen Welten erobern. So. Ja. Du bist dran. Kann ich komplett unterschreiben. Dominik möchte Folgendes wissen. Als sehr großer Fan von dir und deinen Videos, ja, ach bitte. Wollte ich mal fragen, ob du mit Metro Last Light schon durch bist? Wenn ja, wie hat es dir gefallen? Ich bin durch, ich hab's im Ranger-Modus durchgespielt und nicht das Achievement dafür bekommen. Sowas. Was für eine Frechheit. 80 Punkte gingen mir da durch die Lappen. Ohne Scheiß. Extra. Nicht deswegen. Aber ich dachte, wenn schon, denn schon. Und ich habe nicht diese kleine Auszeichnung dafür bekommen, es im Ranger-Modus durchzuspielen. Toll, Metro, du Arsch. Und in Summe hat's mir wirklich ziemlich gut gefallen. Ich fand's beeindruckender als viele andere große Shooter so der letzten 2 Jahre. Metro ist ja dann doch mehr so ein bisschen der kleinere Mitbewerber.
Am Ende hat es mich ein bisschen genervt, wie schon im ersten Teil. Ich fand die Oberwelt, wenn man an die Oberwelt kam, an die Vergiftete, war sehr cool designt, sah alles nett aus. Aber diese scheiß Mutantenviecher haben mich tierisch genervt mit ihrem blöden Rumgehüpfe und die sahen irgendwie auch ein bisschen Panne aus. Also es war im ersten Teil auch schon so. Die Tunnel selbst und die menschlichen Gegner, richtig geil, atmosphärisch. Also da habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Immer wenn es an die Oberfläche ging, dachte ich, oh nein, oh, kann ich bitte wieder in die gefährlichen Tunnel? Und deswegen ist Metro Last Light auch nicht ganz perfekt, aber in Summe hat mir es wirklich ziemlich gut gefallen. Wenn ich schon beim Thema bin, hast du die Metro-Bücher gelesen? Ich habe den ersten Metro-Band gelesen, Metro 2033 war es, glaube ich. Fand den auch von der Idee her sehr nett. Auch die Geschichte wird ja schon schön flott und knackig erzählt. Aber ich fand es jetzt kein Buch für die Weltliteratur. Dafür fand ich ja schriftstellerisch dann doch ein bisschen zu unrund. Also ich kann mich zum Beispiel an eine Stelle erinnern, das ist jetzt kein Spoiler, aber da wird der Hauptheld, Artyom, ist kurz davor, gehängt zu werden. Also baumelt quasi schon am Galgen und wird natürlich, ihr werdet es euch denken können, wird aber dann doch in letzter Sekunde gerettet. Und das wird so völlig einfach mal so eingestreut und der trägt ja jetzt auch kein Trauma davon und das passiert einfach und weiter geht's durch die Tunnel. Wo ich mir dachte, okay, ey, so ein einschneidendes Erlebnis, du kommst gerade noch so, springst in den Tod von der Schippe und das wird überhaupt nicht mehr thematisiert und es arbeitet auch gar nicht mehr in ihm, fand ich dann so ein bisschen, ja, bisschen einfach so drüber hinweggegangen. Hat mir also nicht komplett gefallen. Aber so in Summe, ich mag Metro. Ich mag das ganze Universum. Finde ich schon ganz schön. Ja, doch, das zu Metro. Was das? Ja, das war's. Ja, ja, okay. Dominik. Hey Kim, erstmal ganz großes Lob an dich. Juhu! Du kommst vor der Kamera unheimlich sympathisch rüber und ich schaue mir echt gerne eure Videos an. Hurra! Oh. Ja, das ist schön. Sowas lese ich gern. So, nun hat der feine Herr Wolf mit einer Stunde mit seine eigene Rubrik auf eurem Channel. Daher meine Frage, planst du auch eine eigene Rubrik? Ja. Also es ist so, wir sehen das, glaube ich, beide nicht unbedingt so, dass eine Stunde mit nur seine Rubrik ist. Und der Hauptgrund, warum er gerade mehr Videos alleine macht, ist, dass er mehr Zeit hat als ich. Das. Oder denkst du, du hast mehr zu tun? Nein, ich... Naja, also wenn ich derjenige bin, der morgens um 4 Uhr noch sitzt, um so ein Video hochzuladen... Ja, du kannst dann aber auch ein bisschen was länger schlafen, ja, als ich. Ja, ja. Ja, tatsächlich plane ich durchaus auch mal alleine ein Video zu machen und würde auch gerne vielleicht mal eine eigene Rubrik ins Leben rufen. Ich habe ja immerhin meine Spoiler-Rubrik-Ecke, ne? Also ist ja immerhin was Kleines, wo ich mal alleine davor sitze. Fällt mir jetzt erst ein. Aber ja, momentan habe ich einfach wenig Zeit. Ich hoffe sehr auf den Hochsommer, wenn ich dann vielleicht mal mehr frei habe. Dann wird da hoffentlich mehr kommen. Und dann werde ich auch öfter hier mit dir zusammensitzen und mitzocken. Ja, genau. Definitiv. Ist geplant, werden wir auch bestimmt machen. Ich mache mal weiter, weil ich habe in der Tat, ich sehe, ich habe ja noch ganz, ganz viel. Mach mal. Ja, dann wird's aber Zeit. So. Ja. Christoph, hi Wolf, ich wollte dich mal fragen, in welchem Verhältnis du zu der Souls-Reihe stehst, sprich Demon's Souls und Dark Souls. Ich erinnere mich mit Freuden noch an dein Grimme-Preisversprechen, dass du wie ein echter Ehrenmann eingelöst hast. Bist jetzt auch eingefleischter Fan und freust du dich genauso wie wir auf Dark Souls 2 und bist am Ende doch froh, diese Versprechen gemacht zu haben oder bereust du es insgeheim? Ja, in der Tat, ich habe Demon's Souls, muss ich zugeben, habe ich nach den 3 Stunden auch nicht weitergespielt, weil... Ihr kennt es ja, dann kommt dieses und jenes und man hat in wenig Zeit, haben wir schon gesagt. Deswegen habe ich das nicht weitergezockt. Dark Souls habe ich dann irgendwann angefangen. Es hat mich wirklich sehr fasziniert. Ich habe das hart gesuchtet. Ich weiß nicht, wie viele Jahre meines Lebens mich dieses Spiel gekostet hat. Also ich glaube, du hast ein paar weiße Haare davon bekommen. Ja, auf jeden Fall. Aber wirklich sehr, sehr geil mit das intensivste Spielerlebnis der letzten 10 Jahre, möchte ich sagen. Und natürlich freue ich mich extrem auf Dark Souls 2, wenn da eine Version kommt, werden wir auch garantiert mal eine Stunde reingucken. Aber, und das ist eine Frage, die kriege ich auch sehr oft, ein Knaller durchgenommen mit Dark Souls 2 in der Zukunft oder jetzt auch nochmal mit Dark Souls, macht einfach keinen Sinn. Ich weiß, dass viele, viele sich das wünschen, aber denkt mal ein bisschen drüber nach. Das wäre nicht so lustig, wie ihr das denkt. Also erstmal ist es natürlich ulkig, jemanden zu sehen, der an so einer Stelle verzweifelt und langsam immer gefrusteter wird und verzweifelt und gar nicht mehr weiterkommt. Aber nach einer Stunde ist das dann auch irgendwie so ein bisschen, ist der Gag durch. Und jeder, der Dark Souls kennt, weiß, dass es
paar hundert dieser Stellen gibt. Also man kann da Stunden quasi in einem Gebiet nur zubringen, bis man es endlich mal hinter sich gebracht hat. Und das ist, glaube ich, am Ende ist es dann doch nicht so lustig, jemanden dabei zuzusehen, wie er wieder und wieder und wieder versucht, so eine scheiß Stelle zu schaffen, damit er nervter wird, immer gefrusteter wird. Sich das aber eigentlich auch nicht anmerken lassen darf, denn es soll ja auch Spaß für die Leute da draußen machen. Also ich glaube, in Summe, das ist kein Spiel, bei dem man jemanden wirklich, weiß nicht, 80 Stunden zugucken möchte, bis man es im ersten Versuch durchgenommen hat. Ja, deswegen ist ein Knaller durchgenommen mit Dark Souls 2 recht unwahrscheinlich. Werden wir, glaube ich, nicht machen. Nee. So,